Top-Duell vor einer Top-Kulisse am Dallenberg. Über 4000 Zuschauer strömten in die Würzburger Akon Arena, um die Partie des Vorjahres 2. gegen den 3. live mitzuverfolgen. Die Kickers in Rot mit einem guten Saisonstart und 4 Punkten aus den ersten 2 Spielen. Und auch im Pokal hielten sich die Würzburger unter der Woche schadlos beim Bezirksligisten Hahnbach. Ganz anders dagegen die Gefühlslage bei den Bayern Amateuren. Wie vergangene Woche bei der 1:4 Derby-Pleite gegen Türkgücü muss Holger Seitz auf zahlreiche Stammkräfte verzichten, die mit den Profis auf Asienreise waren. Einzig Keeper Tom Ritzi-Hülsmann kehrt in den Kader der kleinen Bayern zurück. Die Kickers also schon in der Favoritenrolle, die sie auch von Beginn an annahmen. Kapitän Peter Kurzweg kommt dann auch nur 4 Minuten unbedrängt zum Kopfball, die Abseitsfalle der Gäste diesmal aber erfolgreich. Und auch in der Folge blieben die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft und kombinierten sich immer wieder in den gegnerischen Strafraum. Die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte allerdings noch. FCB-Coach Holger Seitz dementsprechend unzufrieden mit der Leistung seines Teams, das offensiv nicht wirklich in Erscheinung trat. So plätscherte das Spiel in der ersten Hälfte vor sich hin, die Unterfranken immer wieder mit kleinen Nadelstichen, die Keeper Hülsmann aber keine größeren Probleme bereiteten. In der 36. Minute dann erneut die Hausherren. Langer Ball auf Benjica Kassiel, der sich die Kugel schön mitnimmt und dann durch die Hosenträger von Hülsmann schiebt. Die verdiente Führung für die Kickers. Die blieben dann auch gleich im Vorwärtsgang. Daran Kanimani wird da über links in Szene gesetzt, bringt die Kugel dann auch noch an Hülsmann vorbei, doch Angelo Brückner rettet noch auf der Linie. Das hätte gut und gerne das zweite sein können. So aber blieb es bei der 1:0-Führung zur Pause am Dallenberg. Durchgang Nummer 2 war dann lange Zeit nicht der erhoffte Leckerbissen. Würzburg verwaltete den knappen Vorsprung, den Bayern Amateuren fiel offensiv nicht viel ein. Deswegen springen wir gleich in die 70. Minute. Jetzt mal wieder Würzburg im Vorwärtsgang. Thomas Haas wartet da extrem lange mit seiner Flanke, findet aber dann doch Sadio Sané, der völlig frei steht und zum 2:0 einköpft. Das Spiel damit quasi schon entschieden, es ging nur noch darum, wie hoch das Ergebnis ausfallen würde. Fabian Wessig verpasste mit seinem Kopfball 10 Minuten vor dem Ende das 3:0 nur knapp. Genauso wie Tim Sausen, der im Anschluss an einer Ecke an Hülsmann scheitert. Das war's dann aber auch, Würzburg feiert einen ungefährdeten Sieg gegen ersatzgeschwächte Bayern Amateure. Ja, schöner Sieg für uns, weil es der erste Heimsieg in der Saison war und der ist natürlich besonders wichtig. Ich denke, erste Hälfte von den Spielanteilen her ausgeglichen, aber die klaren Chancen für uns. Zweite Hälfte haben wir dann ja, das Spiel so ein bisschen Bayern überlassen, aber haben hinten sehr, sehr wenig zugelassen und vorne die Tore gemacht. Und von dem her, denke ich, geht der Sieg in Ordnung für uns. Ich denke, dass wir grundsätzlich über die gesamte Spielzeit eine tolle Spielanlage gesehen haben. Es war eine klare Struktur erkennbar, es waren tolle Ideen erkennbar in der Spieleröffnung. Trotzdem haben wir das Spiel verloren und das sind die Dinge, wo wir einfach besser werden müssen. Das heißt, die Effizienz hinten in der Verteidigung muss einfach über die gesamte Spielzeit auf unserer Seite liegen. Das war das eine oder andere Mal nicht der Fall und umgekehrt haben wir vorne auch kein Tor erzielen können. Die Würzburger Kickers feiern also den 2. Sieg in Serie und bleiben Spitzenreiter Hauptstadt auf den Fersen. Der Nachwuchs des Rekordmeisters dagegen legt einen klassischen Fehlstart hin und bleibt auch im 3. Spiel sieglos.